Was ist mein Ziel? Welche Möglichkeiten habe ich? Welches Energie und Potenzial ist in mir? Der Süchtige, der das nicht weiß, der wird zeitweise Erfolgserlebnisse haben. Er sagt, ach, heute habe ich mal gar kein Verlangen gehabt nach Alkohol. Na, dafür hat er am nächsten Tag dann wieder dreimal so viel. Das ist alles halb. Meine Lieben, ein Übel muss man an der Wurzel packen. Ja? Und dieser Griff an die Wurzel, um das Übel rauszureißen, das ist die Lehre über Ursprung und Bestimmung von Mensch und Universum. Viele Erwachsene kann man damit vielleicht nicht mehr begeistern oder dafür interessieren. Aber, meine Lieben, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Die haben Probleme genug. Ja? Die sind ja alle schon süchtig. Entweder computersüchtig oder sexsüchtig auch, gar kein Problem. Alle Süchte sind bereits im Kind. Das Kind hat aber noch eine Zukunft vor sich, hat diese Energien. Und wenn man dem Kind jetzt erlaubt, unverantwortlich, dass es immer weiter rumwühlt im Dreck, im Sumpf der Sinne, nicht wahr, immer weiter nachgibt, auch von der Industrie angestachelt, immer wieder werden die Sinne auch in Kindern angestachelt, dann ist es dann so zugedeckt, es ist so tief im Sumpf, dass es, ja, reinkarnatives Leiden, dadurch kann es dann lernen, was das ist, das wissen schon viele von euch, ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wie der Mensch sät, so muss er ernten. Seht das Leid in der Welt. Und dann versteht, dass man es nur beheben kann, wenn man versteht, wo ist meine Position, was mache ich hier eigentlich? Und wenn wir dann einmal das erkennen, was unsere Aufgabe ist, dann sind wir kreativ in dieser Richtung tätig. Dann denken wir nicht nur an unsere Sucht, sondern denken wir an die ganze Welt. Und sagen, das muss man eigentlich verbreiten. Wo fangen wir an? Bei den Kindern. Da kann man noch was machen. Die meisten Erwachsenen, ich kann es nicht anders sagen, sind bereits zu versaut. Ja, die müssen halt noch tiefer rein. Da gibt es auch eine kontrollierende Macht, die dann durch Leidensdruck dem Menschen sagt, da gehörst du nicht hin. Das weiß er dann. Dann wird er wieder fragen, ja wo, was soll ich denn machen? Und da ist wieder das Buch des Lichts. Ohne die Lehre sehe ich keinen Ausweg für die Menschheit, es sei denn, durch äonenlanges Leiden, Leben für Leben, dann weiß man plötzlich mehr und mehr, das sollte ich nicht tun, weil man erinnert sich, das hat mir im vergangenen Leben Leiden gebracht, das bringt mir jetzt Leiden, ich werde davon abstehen und man kann dann langsam Schritt für Schritt lernen, warum denn so lange leiden. Befasst euch mit der Lehre und die Sucht wird verschwinden, auch wenn es Rückfälle geben mag. Ich liebe euch alle. Amen.